Sonntagmorgen, 10 Uhr in Rödenau. Ich starte meinen Tag heute mit einem guten Schluck Whisky, und zwar im kurfränkischen Schottland. Und ihr kommt mit! Und da ist er auch schon, Andy Tümmler, der Gründer von St. Kilian in Rödenau. Schön, dass wir hier sein können. Hallo, willkommen bei St. Kilian. Sehr gut, ihr seid bereits seit, ich glaube, 5 Jahren am Start. Mhm. Und es hat alles angefangen mit 6 Mitarbeitern. Mittlerweile läuft der Laden wie geschmiert, habe ich gehört. Ja, es sind schon so 30 Mitarbeiter und es werden immer mehr. Ja. Krass. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass diese Idee zu St. Kilian in einer sehr wilden Partynacht entstanden ist. Erzähl mir mehr darüber. Ja, Partynacht ist übertrieben, aber es war ein Whisky-Tasting am Lagerfeuer, am Campfire hier in Rödenau mit unserem Whisky-Freunde Rödenau-Club. Der große Master-Distiller David Heinz war hier in unserem schönen Dörfchen und hat einen Haufen Whiskys mitgebracht. Normalerweise probiert man ja so 6 bis 7 Stück, ne, an so einem Abend. Und ich glaube, bei 26 habe ich dann aufgehört, beziehungsweise ich bin dann umgefallen. Oh Gott. Und mit dem ganzen vielen Whisky drin ist uns dann die Idee tatsächlich entstanden, dass wir hier aus der alten Meixner Textilfabrik eine Whisky-Destillerie bauen könnte. Ja. Und das macht ihr dann quasi alles auf typisch schottische Art und Weise? Richtig. Also wir haben das Equipment aus Edinburgh, aus Schottland, von der Firma Forsyth. Das ist so der Lamborghini der Whisky-Branche und die schmieden halt riesengroße Kupferkessel, Potstills, ja, 6000 Liter Potstills. Die machen dann Washbacks und Maischetonnen aus Edelholz, Oregon Pine Tree. Und das ist hier alles quasi bei uns reingebaut, aus Schottland hierher geliefert. Wahnsinn. Also Andi, wenn du magst, kannst du mir natürlich diesen typisch schottischen Herstellungsprozess zeigen. Und das Ganze seht ihr dann im nächsten Video.